Es ist Black Friday, die Produkte wurden in den vergangenen Tagen mal wieder um einiges teurer gemacht, damit sie heute schön rabattiert werden können. Ähnlich war es am Aktienmarkt. Für viele lief es in den letzten Wochen ziemlich gut. Der gesamte Markt befand sich in einem Aufschwung. Alles nur, um in den letzten Tagen so ein wenig einzubrechen. Mit der Krönung heute, am Freitag, dem Black Friday. Jetzt stellt sich die Frage, ob auch die Aktien alle rabattiert sind und wir jetzt auf Shoppingtour gehen sollten oder nicht. Denn es gibt echte Gründe, warum es in den letzten Tagen abwärts ging, speziell heute nochmal ein ganzes Stück mehr. Ich veranschauliche euch das mal ein wenig. Allein der DAX ist heute um 2,5% korrigiert, der japanische Leitindex um ganze 3,5% und da lassen wir sogar die Entwicklung außen vor, die bereits in den vergangenen Tagen stattgefunden hat. Ich habe den japanischen Leitindex jetzt mal repräsentativ für den gesamten asiatischen Markt benutzt, weil dort die Börsen eben schon geöffnet haben. Die amerikanischen Börsen öffnen erst um 15.30 Uhr und das haben wir noch nicht. Dazu ist zu beachten, dass da noch einige Titel dabei sind, die ordentlich mehr verloren haben und das Ganze richtungsweisend für die nächsten Wochen ist. Warum und worauf zu achten ist, dazu kommen wir gleich. Aber ich wollte euch auch mein Portfolio und meine Performance nicht vorenthalten, denn ich bin ja 100% transparent, weil ich das Gefühl habe, dass das anderen Leuten hilft, die in einer ähnlichen Situation sind. Auch die Year-to-Date-Performance von meinem persönlichen Aktienportfolio ist von 21% auf 11% eingebrochen, nur über den Zeitraum der vergangenen Tage. Deswegen ist es wichtig zu wissen, warum das Ganze passiert ist, um, wenn es dann sein muss, darauf reagieren zu können. Es gibt zwei Gründe und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es sind keine schlechten Quartalszahlen oder Probleme innerhalb der Unternehmen, außer bei Volkswagen und Porsche. Bewertungen sind wieder wichtig geworden oder wie man so schön im Englischen sagt, Valuations matter again. Die Zeit von astronomischen Bewertungen im Niedrigzinsumfeld ist erstmal vorbei, zumindest bei den meisten Aktien. Ich habe hier mal ein paar Aktien aufgelistet, wie viel Prozent die sich unter ihrem All-Time-High befinden. Da ist zum Beispiel Peloton dabei mit minus 71%, Teladoc, Alibaba, Zoom, Pinterest. Und das hat natürlich auch was mit dem Kryptomarkt gemacht. Ethereum und Bitcoin sind allein heute am Freitag, dem Black Friday, um ganze 10% gefallen. Insgesamt hat es in den vergangenen Tagen die Unternehmen erwischt, die erstens davon profitiert haben, dass in den letzten zwei Jahren die Leute deutlich mehr zu Hause geblieben sind und oder zweitens noch keine Gewinne einfahren und oder drittens astronomisch hohe Multiples hatten oder haben. Die Apples, Microsofts, Facebooks dieser Welt und die anderen Big-Tech-Unternehmen sind da eigentlich noch ganz gut davongekommen. Neben wieder einkehrender Vernunft realisieren eventuell viele Investoren auch ihre Verluste, um sie kurz vor Ende des Steuerjahres mit den Gewinnen verrechnen zu können und dann müssen sie insgesamt weniger Steuern zahlen. Man nennt das ganze Wash Sale, das ist nicht überall erlaubt. In den Vereinigten Staaten wird es geduldet, allerdings muss man dann 30 Tage warten, bevor man die Aktien von diesem Unternehmen wieder handelt. Dabei haben alle Unternehmen, die ich gerade aufgelistet habe, die so stark gefallen sind, ein gut funktionierendes Geschäftsmodell mit sogar vernünftigen Zukunftsaussichten. Warum es dennoch zu einem Rutsch im Aktienmarkt gekommen ist, kommen wir jetzt. Und zwar Grund Nummer 2. Ich darf leider die üblichen Begriffe nicht nutzen, um die Lage rund um das Virus zu beschreiben, denn dann flaggt YouTube mein Video und es bekommt weniger Aufmerksamkeit, Meinungsfreiheit. Aber ich probiere es trotzdem und wir kriegen das trotzdem gemeinsam hin. Wie einige von euch mitbekommen haben, ist in der Nacht von Donnerstag auf heute, Freitag, eine neue Variante aus Südafrika diskutiert worden und auch der Flugverkehr wurde schon eingestellt. Diese könnte sehr bald dazu führen, dass wir alle wieder zu Hause bleiben dürfen. Dass dies tatsächlich der Grund für die Unruhe an den Aktienmärkten ist, bestätigen die Unternehmen, die genau davon profitieren würden. Hier mal vier Beispiele. Allein Peloton, obwohl der amerikanische Markt noch nicht geöffnet hat, ist heute schon um 4% nach oben geschnellt. Die Zoom-Aktie ist heute schon um 10% angestiegen. Auch das, obwohl der amerikanische Markt noch nicht geöffnet hat. Und es ist ganz klar, die Services von Zoom würden natürlich deutlich mehr wieder beansprucht werden. Auch HelloFresh ist um 3,5% angestiegen und das, obwohl der DAX um 2,5% verloren hat. Also man sieht hier ganz deutlich, dass die, die von der Situation profitieren würden, auch heute sehr stark nachgefragt sind. Aber es ist auch ein Gegenbeispiel dabei, und zwar Lufthansa, die heute 10% verloren haben. Natürlich, weil sie nicht davon profitieren würden, sondern der größte Verlierer eines erneuten wären. Besonders in meinem eigenen Aktienportfolio, wo ich mich mit den Unternehmen bestens auskenne, sind da ein paar Unternehmen dabei, die ich bei der aktuellen Bewertung sehr attraktiv finde und mir vorstellen könnte, da die Position in naher Zukunft ein wenig auszubauen. Hims & Hers, zu dem Unternehmen bei einer Analyse kommt, Spotify, Alibaba, das sind alles Kandidaten, wo ich aktuell auf jeden Fall ins Überlegen komme. Und auch eine Tencent-Aktie wird wieder attraktiv, wenn die Regierung da ein wenig locker lässt. Und mit Take-Two und Facebook macht man bei der aktuellen Bewertung auch nicht sehr viel falsch. Dass der ganze Markt überbewertet war und ist, stimmt nicht. Man muss nur wissen, wo man guckt. Doch die entscheidende Frage für jemand, der jetzt investieren möchte. Macht es Sinn, sich jetzt in den Markt hineinzubegeben oder sollte man erstmal abwarten? Die Earnings Season ist vorbei, die wichtigsten Unternehmen haben ihre Quartalszahlen vorgelegt und in den kommenden Wochen werden die Aktienkurse erst einmal hauptsächlich von den Medien bestimmt werden. Ich bin kein Mediziner und auch kein Virologe und auch die können keine verlässlichen Aussagen über die Zukunft treffen. Ich glaube, man ist gut damit beraten, erst einmal abzuwarten und zu schauen, in welchem Umfeld die Unternehmen sich dann in den kommenden 12 Monaten beweisen müssen.
Trotzdem, ich habe vorsorglich schon mal ein wenig Geld auf mein Aktiendepot überwiesen, um dann auch bereit zu sein, wenn ich der Meinung bin, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um einzusteigen. Solange Ungewissheit am Markt besteht, flüchten die Anleger erstmal in sichere Häfen und meiden größeres Risiko. Das ist auch der Grund, warum Krypto fällt, warum Wachstumsaktien fallen und warum der Goldpreis beispielsweise heute angestiegen ist. Ich halte von so einem kurzfristigen Getrade überhaupt nichts und finde das fast noch schlimmer wie Panikverkäufe. In meinem Aktienportfolio wird erstmal alles so bleiben, wie es ist und da wird sich auch nichts dran ändern. Das bleibt alles so, wie es hier ist und es wird sich hier nichts dran rütteln. Ein Abonnement steigert nachweislich euren Erfolg an der Börse. Das war's mit diesem Video. Bis dahin, reingehauen.